Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K20 Houston. Nee, 2K, NBA 2K23. War klar, sobald ich anfange zu reden, muss ich husten. Auf jeden Fall sind wir hier in den ersten, ja, in der ersten Opening Night mit den Columbus Legions, ne? Bevor ich euch aber irgendwas zeige, zeige ich euch mal so ein bisschen die, obwohl die Jerseys sehen wir dann ja gleich nochmal, da brauche ich da nicht extra reingehen. Wir gehen erstmal in die Minutenverteilung, ne? Bevor wir dann ins erste Game gehen. Sorry, Leute. Neutralen offensiven Fokus. Da werden wir schon über den Star spielen, das heißt über Scotty Barnes. Tempo kann so bleiben. Fokus. Ich würde schon sagen, dass wir eine richtig geile, aggressive Defense auf jeden Fall spielen. Unterm eigenen Korb Druck machen, ne? Das will ich schon alles machen, dass wir da so ein schönes Hustler-Team werden, ne? Oh, nervig, Alter. Warum muss ich jetzt auf einmal so viel husten? Häufigkeitszonennutzung könnt ihr ruhig ein bisschen öfter mal machen. Banktiefe, Banknutzung. Schon eher auf jung, ne? Wobei, das werde ich ja eh gleich ändern, ne? Minuten werden wir folgendermaßen mal machen. Da gehen wir nämlich auch jetzt mal rein. Ne? Sorry wegen dem ganzen Husten und Korb, ich kann da nichts machen. Bin immer noch scheiße krank. Wir werden auf jeden Fall Scotty Barnes wirklich die maximalen Minuten geben. Er soll wirklich so der Leader dieses Teams sein. Ne? Er soll wirklich richtig, richtig stark sein. Er soll der Mann sein, der Go-To-Guy, wirklich zeigen, was in ihm steckt. Pasta Zoglu kriegt dann auch entsprechende Minuten. Ramirez als unser Top-Rookie natürlich auch mit 32. Dann haben wir Kenne mit, sag mal, 30 Minuten. Auf den anderen Positionen hätte man jetzt natürlich Cam Reddish. Wobei ich ganz gerne auch Chester Pittman von Anfang an sehen würde. Ist zwar ein reiner Shooter, aber why not, ne? Den will ich ruhig mit 24 Minuten von Anfang an sehen. Ey, nervig, ey. Ich hoffe, das legt sich wieder, dass ich nicht so viel husten muss jetzt die ganze Zeit, sonst wird es schon brutal nerven, ne? Wir haben noch Bilovic von der Bank, Schumacher. Wobei ich fast schon sagen würde, ja, Payton oder Schumacher ist jetzt ist die Frage, ne? Ich pack Payton erstmal raus, aber da kann man eben mit der Zeit nochmal hier und da rotieren, ne? Ich will halt schon nur eine 10er-Rotation fahren, um eben zu gucken, was man da mit dem Team leisten kann. Reddish soll auf jeden Fall auch nochmal Minuten kriegen. Dann würde ich auch sagen, kriegen Harris als auch DiVincenzo 18 Minuten, Bilovic, Schumacher und Reddish jeweils 16 Minuten. Dann haben wir nochmal 4 Minuten, die ich dann jetzt... Ich gebe Barnes sogar 40 Minuten. Ich gebe ihm wirklich maximale Minuten und Ramirez kriegt 34 Minuten als Rookie. Ich will auch, dass er hier wirklich die maximal möglichen Minuten geht. Wir gucken mal, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Wir gehen natürlich auch einmal noch ins System, ne? Also was wir hier wie spielen können, wollen wir das denn Management auch? Ne, Coaching, genau, Systembeherrschung. Am besten kann das Team, Defense kann das Team nicht so gut spielen. Post lasse ich auch nicht, perimeterlastig würde gehen. Okay, wir sind schon eher ein perimeterlastiges Team, finde ich interessant. Dann werden wir das halt spielen, ne? Bringt ja nichts irgendwie, das Team irgendwie in ein System crashen zu wollen oder quetschen zu wollen. Und dann machen wir noch kurz das Mentoring. Da muss ich auch diesmal wirklich drauf achten, ne? Pasta Zoglu, von wem kannst du was lernen? Wahrscheinlich von niemandem so richtig, ne? Weil hier kein älterer Herr mit dabei ist. Ne, das macht keinen Sinn, dass irgendwie ein Schumacher für ihn hier Dings wird, ne? Da müssen wir mal weiter gucken. Wir haben aber auf jeden Fall für Jallison, er ist Point Guard, der kann auf jeden Fall was lernen von DiVincenzo, ne? Einmal den Challenger, den Abfangjäger und die Off-Ball-Pass, also alles defensive Sachen. Dann haben wir Chester Pittman, der kann natürlich perfekt was lernen von Tobias Harris. Scheuklappen, die Green Machine und verstärkt. Bitte erinnert mich dran, dass ich da auf jeden Fall gucken muss dann, ne, irgendwann. Weil sonst vergesse ich das wieder. Dann haben wir noch Armando Ramirez, der Shooting Guard. Haben wir da denn noch jemand anderen Erfahrenen? Ja, ist schwierig, ne? Haben wir tatsächlich so keinen Guard, der wirklich erfahren ist. Also kann er auch nicht so richtig von irgendjemandem was lernen. Hoppala. Na, nervig. Wenn man da immer wieder rausfliegt, ne? Bilovic könnte aber vielleicht was lernen, tatsächlich, von... Nein, Bilovic war schon richtig, von Scotty Barnes in dem Fall, ne? Den Dreamshake. Glitschig.
Und Mismatch-Experte machen wir nochmal, ne? Und der Rest, gut, wir haben eh ein junges Team, ne? Wir packen noch einen in die G-League, das war nämlich hier Dingens. Almer, der geht in die G-League. Wir gucken mal, was er dann da leisten kann. Der Rest passt soweit, ne? Genau, die Minuten sind gleich geblieben. Muss nur noch eine andere Sache gucken, weil das ändert sich ja mal ganz gerne. Nee, nichts automatisiert. Perfekt, Leute. Und dann können wir jetzt auch endlich ins erste Game gehen mit den Columbus Legions. Wir spielen gegen Scotty Barnes Ex-Team, gegen die Toronto Raptors. Und ich zeige euch einmal die Jerseys. Einmal haben wir hier die Heim-Jerseys, ne, in diesen weiß-grün mit leichten Schwarz-Akzenten. Dann haben wir hier einmal die grün-schwarzen Trikots auswärts. Und dann einmal diese, ja, grün mit viel weißen Akzenten Jerseys, also die Statement Jerseys. Das sind einmal die verschiedenen Jerseys. Wir spielen natürlich mit den Heim Jerseys, mit Luis Cannon, Armando Ramirez, Chester Pittman, Scotty Barnes und Antonis Pastazoglou gegen Kate Cunningham, Warren Campbell Jr., den Number One Pick des letzten Drafts, Franz Wagner, Grant Williams und Domantas Sabonis, ein ganz neues Raptors Team, die dieses Jahr den Titel durchaus angreifen können, ne? Für alle, die jetzt hier neu mit dabei sind, ich bin krank, deswegen nicht wundern, dass ich hier die ganze Zeit so am Rumhusten bin. Dann seht ihr jetzt natürlich auch hier einmal das The Colosseum of America, so heißt das Stadium hier. Und ist jetzt natürlich auch gerade die Opening Night, ist erstmal dazu da, um so ein bisschen mit dem Team klarzukommen, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Also hier erwartet nicht zu viel, es ist für mich auch selber erstmal so ein Klarkommen mit dem Team, wie spiele ich mit den ganzen, wer kann genau was, ne? Das wird ganz interessant. Jetzt hier Luis Cannon. Ich habe hier jetzt auch noch kein eigenes Playbook. Das will ich auch noch installieren. Diesmal will ich auch wieder meine eigenen Plays reinpacken. Wenn ihr richtig geile Plays habt, wo ihr sagt, yo, das musst du nehmen, Velosche, gern unten in die Kommentare ballern. Wenn ihr sagt, ey, das und das ist ein Must-Play. Gerne Vorschläge. Cunningham gegen Cannon. Cannon, sehr guter Verteidiger. Williams gegen Scotty Barnes, gegen den Ex-Raptor. Ja, Grant Williams hat den auf Campbell gespielt. Na, der ist unser. Cannon mit dem Rebound. Armando Ramirez, der Argentinier. Scotty Barnes. Scotty. Macht ihn nicht rein, aber passt dazu. Ey, den sollte er selber machen eigentlich. Aber holt sich wieder den Rebound und dann stopft er ihn rein, Junge. Also der Grieche hier richtig stark, ne? Die ersten 4 Punkte der Legion's History kommen vom Griechen auf jeden Fall. Muss schon auch geil sein, ne? Wenn man wirklich die allerersten Punkte im Franchise History macht. Das muss sich schon geil anfühlen, oder? Stellt euch mal vor, ihr seid so der erste Spieler, der für eine Franchise punktet. Pastazoglou mit dem Screen. Ah, der Wurf wird nicht so gut sein. Aber Pastazoglou, na schade. Der nächste Rebound aber, ne? Man muss echt sagen, Pastazoglou zeigt gleich mal, was für eine Präsenz er sein kann in der Zone. Oh, und Scotty Barnes leider mit einem Foul. Ich muss auch sagen, mir gefällt die Arena wirklich sehr, sehr gut. Auch wirklich so dieses grün-schwarze, ne? Dieses etwas dunklere Parkett, ne? Also gefällt mir. Ich hatte erst überlegt, ein helles Parkett zu nehmen. Aber ich finde, in der Kombination macht dieses... Ich weiß gar nicht, ob es ein dunkleres oder normale Farbe ist. Aber auf jeden Fall kein helles Parkett passt hier. Jetzt hier Scotty Barnes, ne? Will sich da eigentlich durchpowern. Macht ihn nicht rein. Pastazoglou mit dem nächsten Rebound. Ist der stark. Ist dieser Mann gut. Also Antonis Pastazoglou. 6 Punkte, 4 Rebounds. Wir haben gerade mal 3 Minuten gespielt, Bro. Er denkt einfach, es ist Will Chamberlain hier, ne? Gleich mal die ganz großen Vergleiche raushauen, ne? Überhaupt nicht untertreiben. Unser Ball. Ja, letzte Saison war Cade Cunningham der 5-beste Assistgeber der kompletten NBA. Das hat natürlich Respekt. Oh Mann. Ey, mein Husten ist echt schlimmer geworden, ne, in den letzten Tagen. An sich fühle ich mich ein Ticken besser heute, aber mein Husten nervt. Cannon. Ah, Kickout-Pass. Ramirez mit seinem ersten Wurf. Cannon hat den. Barnes. Nein, macht ihn leider auch nicht rein. Schade. Ah, Cunningham darf ich so nicht freilassen.
Tut mir auch leid, ne, für die ganzen Geräusche, die ich da mache. Hoffe, nervt nicht zu krass. Pitman. Ach, schade. Gerade bei Ramirez musst du natürlich auch gucken, ne, wie ist seine Wurfmotion und Co. Aber da, es geht ja auch nicht wirklich um die Ergebnisse direkt, sondern erstmal um das Team kennenlernen. Ah, faul. Ich spiele, denke ich, so bis Minute 4 runter hier, ne? Ah, come on. Scotty, was ist da los? Was ist da los, Scotty? Wirst du jetzt ausgewechselt? Das war nicht schlau von Scotty Barnes. Na schön, Warren Campbell Jr. hat er stark gemacht. Der Number One Pick zeigt sich hier gleich mal, ne? Was für Skills er hat, was für Handles er hat, was für eine Durchsetzungskraft er hat. Stark gemacht. Ja, ich glaube, Chester Pittman will sich freilaufen. Das könnte auch klappen. Ah, schade. War eigentlich komplett frei, dann darfst du ihn auch mal machen, ne? Jetzt hier Warren Campbell Jr., die Nummer 8. Der neue, mögliche, zukünftige Superstar, ne? Grant Williams killt uns. Ja, Raptors 12-6. Ja, er zeigt auch gleich hier. I kill you, ne? Na, Pittman ist am Werfen, aber leider nicht am Treffen. Und auch der ist drin, ne? Wir nehmen mal eine kurze Timeout. Raptors haben natürlich eine andere Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Haben sie einfach. Kann man auch nicht verneinen. Cannon jetzt hier mit dem Handles gegen Kate Cunningham. Was dazu, Glu kann halt nicht werfen. Kann er sich durchpowern gegen Domantas Sabonis, europäisches Duell. Na, schwierig. Mag ein guter Rebounder sein, aber im 1 gegen 1 so im Post schwierig. Oh, unser Ball, nein. Ja, nochmal gut gestört eigentlich. Und dann ist es leider ein Foul von Ramirez und das End One. Also die Raptors zeigen schon, welche die das bessere Team ist, ne? Machen da überhaupt kein Hehl drum. Nein. Das geht zu einfach. Also das war zu einfach gedacht. Und der ist mal nicht drin, ne? Pittman mit dem Rebound. Milovic. Cannon. Ramirez. Ramirez gegen Campbell. Cannon. Pittman versucht's. War halt nicht mehr viel Zeit, ne? Chester Pittman aber auf jeden Fall super unglückliches Game bisher. Cunningham nimmt den Midranger, trifft ihn nicht, passt dazu genug. Holt sich den nächsten Rebound. Ah. Das mit den Dreiergeballer klappt nicht so ganz, ne? Ich muss mal ein bisschen mehr über Plays oder so gehen. Der ist schwierig gewesen. Jetzt vielleicht mal hier. Bastazoglu? Nein. Cannon. Es gibt da durchaus das ein oder andere Mismatch. Bastazoglu? Das ist ein großes Mismatch und er wird dann gefoult. Das war schlau. Schlau gemacht, ne? Muss man sagen. Ach. Okay, die Würfe gehen alle noch nicht rein. Wir haben da jetzt echt Scoring-Probleme. Und sie machen es dann easy, ne? Sie machen es dann einfach. Während wir uns da wirklich am Abquälen sind und irgendwie nicht mehr hinkriegen zu scoren, kommen sie ganz einfach irgendwie rein. Cannon. Ja, sowas wie ein STS.
Na, Campbell. Da war der First Rounder, der erste Pick. Hat dann Foul fabriziert. Tobias Harris jetzt auch mit am Start. Oh. Na gut, Ball kam da gar nicht erst an. Schumacher jetzt auch mit dabei, der ist jetzt in der Zone. Boah. Der ist dann auch schwierig, wenn da so ein Schumacher ist, ne? Bilovic. Ramirez. Ah, eigentlich nicht schlecht gespielt, ne? Aber Di Vincenzo hatte da so seine Probleme. Jetzt hier Ramirez wird wieder gefolgt von Warren Campbell Jr. Ah, der Rookie da ein bisschen zu aggressiv. War da ein bisschen zu aggressiv. Und jetzt hier Cam Reddish. Der Pass ist gut. Wir treffen mal wieder. Sehr schön. Wir können das ja doch noch mit dem Scoren. Ich meine, wir sind in der ersten Season, ne? Alles cool. Und es ist das erste Game. Boah. Malone schlägt da Schumacher. 21-8 hier. Ja. Milovic. Darf den nehmen? Milovic macht den. Nice. Er macht den Dreier rein. Sehr schön. Immer wichtig, wenn auch mal ein Big Man den einen oder anderen Dreier reinstreuen kann, ne? Dann kann man den nämlich nicht so freilassen. Warren Campbell Jr. gegen Cam Reddish. Der ist eigentlich ein guter Verteidiger und das zeigt er auch. Also Warren Campbell Jr. Erster Pick hin oder her. Der muss sich auch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, sie lassen wieder jemanden frei. Milovic. Will den Dreier diesmal nicht nehmen. Di Vincenzo. Schumacher jetzt hier. Will sich da durchpowern. Aber das ist nicht sein Game, leider, ne? Wenn es das wäre, wäre Schumacher eine Macht, ne? Ah, das war gar nicht so schlecht, ne? Jetzt hier Cunningham. Nimmt den aus der Bewegung. Trifft den nicht, Schumacher ist da. Aber wir machen noch einen Angriff. Bilovic stellt den Screen. Da haben wir jetzt hier Di Vincenzo. Bilovic versucht es nochmal. Schade. Kann man ja ruhig nochmal probieren mit ihm, ne? Wir gehen ein bisschen vor. Wir gucken, ob es am Ende nochmal eng bleibt. Selbst wenn es nicht eng ist, gehe ich nochmal rein. Das ist das erste Spiel der Franchise History. 10 Punkte, come on. Vielleicht kriegt man es ja irgendwie noch hin, das zu drehen, ne? Pasta Zoglu auf jeden Fall 16 und 15. Das lässt sich doch sehen. Okay, das war ein ganz, ganz unnötiger Turnover. Ah, dann lässt er mich. Ganz schlau hier von Cunningham, ne? Gleich mehrere Fakes anzusetzen. Ich muss aber sagen, Scotty Barnes ganz schlechtes Debüt, ne? 7, 5 und 5 nur. Das ist sehr schwach, Scotty. Da hätte ich deutlich mehr von dir erwartet. Komm, jetzt mach WST rein. Scotty Barnes definitiv mit einem enttäuschenden Debüt. Warren Campbell Jr. Ja, was hat er vor? Cunningham. Sabonis ist schwierig. Pasta Zoglu hat sich den Ball geholt. Den Rebound wollte er. Ah, Cunningham ist auch so ein widerlicher Verteidiger, ne? Das macht er immer wieder gut. Pasta Zoglu. Ah, Blocking. Sehr schön. Kennen, kommt da durch. Ja. Will noch nicht so klappen mit dem Würfen. Cunningham. Wohin mit dir, Kate Cunningham? Oh, schön gestört. Schön gestört. Am Ende hat hier Pittman den Rebound. Scotty macht ihn nicht rein, holt sich den Rebound, macht die Punkte dann wichtig. Wichtig nach dem eigenen offensiven Rebound hier die Punkte zu machen. Ne? 10 Punkte Abstand sind es nur.
Wie das erste Spiel der Franchise History verkaufen wir uns doch gar nicht so schlecht. Wir spielen gegen ein Team, das will NBA Champ werden. Ah, okay, den macht er rein. Wir spielen hier gegen einen legitimen Contender, ne? Dementsprechend ist das fürs Erste gar nicht mal so übel, auch wenn es nicht perfekt ist. Darüber brauchen wir auch nicht sprechen. Scotty Barnes oder was? Ja, wird gefoult. Scotty Barnes hat doch noch Lust, sich ein bisschen zu zeigen, immerhin, ne? So ein bisschen will er doch zeigen, ja, ich kann auch was. Ja, Freiwürfe anscheinend nicht so. Ist nicht sein Debüt, ne? 1 von 7 Dreiern, also damn. Du sollst hier der absolute Superstar werden. Boah, Junge, Junge, Junge. Ja, Warren Campbell Jr. hatte Angst vor dem Dreier. Das finde ich interessant. Dass er den nicht nehmen wollte. Hat mich jetzt sehr überrascht. Ja, wenn Cunningham in die Zone will, dann bin ich bereit für ihn. Wollen sie über Sabonis vielleicht gehen? Jetzt hier Warren Campbell Jr. Den Midranger nimmt er. Den trifft er nicht. Jetzt hier Ramirez. Guter Pass. Scotty Barnes immerhin. In Double Digits, was Punkte angeht. 11 Punkte, ne? Also klar, ist immer noch kein gutes Debüt von Barnes, aber immerhin hat er mehr als 10 Punkte gemacht, ne? Weil unter 10 Punkte wäre schon sehr katastrophal. Campbell. Boah. Bastazoglu wollte einen Monsterblock raus, dann klappt nicht ganz. Scotty Barnes mit einem Stepback-Dreier. Er zeigt ja doch noch, was er kann. Er zeigt dann ja am Ende doch noch, weil so ein bisschen was in ihm steckt, ne? Hat man leider in der Partie heute nicht viel gesehen von. Ach. Ja, gut. Ich meine, Game ist eh verloren. Eine defensive, eine offensive Aktion noch, ne? Pittman ist da dran, versucht dran zu sein. Ja, da ging ich zu früh hoch. Sie machen den noch. 114, 101. Gehen wir in unsere letzte offensive Aktion, ne? Jetzt haben wir Ramirez. Scotty Barnes. Macht ihn leider nicht rein. 114, 101 ist dann das Ergebnis der ersten Partie der Columbus Legions in ihrer Franchise History. Ich muss mal kurz was trinken. Wir haben natürlich noch viel aufzuholen, ne? Beziehungsweise noch vieles zu verfeinern. Man sieht es ja auch, ne? Keiner hier, ach, meine Nase. Dann habe ich hier Taschentücher, aber ich rede kurz noch zu Ende. Wir haben auf jeden Fall hier Scotty Barnes, ne, mit einer absoluten Off-Night. Er soll schon jemand sein, der uns im Normalfall so die 25 Punkte plus bringt. Bastazoglu, extrem guter Rebounder. Zeigt gleich mal die Präsenz, die in den steckt, ne? Ja, hier Ramirez, auch nicht die beste Nacht gehabt. Ah, ey, man muss schon sagen, die Raptors mit Cunningham, Monsterpartie. Sabonis, Madsen, Franz Wagner, Warren Campbell Jr., Malone, auch noch, ne, ein guter Mann hier. Die sind halt einfach ein anderes Kaliber und mit denen kann man sich auch nicht vergleichen, ne? Danach kommen auch hier die Grizzlies, mit denen, mit Ja Morant und so können wir uns halt auch nicht vergleichen. Ja, Suns schon, wobei die haben auch Donovan Mitchell und Sharp, ne? Wann kommt denn der erste normale Gegner? Die Spurs, das ist eher so unser Kaliber. Spurs, danach nix, dann wird es ein bisschen erträglicher wahrscheinlich, ne? Wir gehen mal rein, gucken mal in der Zeit, ja, versuche ich mal meine Nase hier zu putzen. Das lehnen wir ab. Ich will Ramirez nicht abgeben. Ich lasse mal die Summe kurz laufen, wenn ich mir die Nase putze. Müsst ihr nicht mithören. So, auf jeden Fall haben wir das zweite Game der Franchise History gewonnen. Bastazoglu 21-16. Stark. 16 Rebounds schon wieder. 2-2 hintereinander, ne? Dann haben wir Scotty Barnes, der immerhin effizient ist. Kennt ihr das, wenn ihr so eure Nase putzt und dann ist euer Ohr so ganz anders, so zu? Cannon, Harris, Reddish. Okay. Aber Bastazoglu gefällt mir.
Wir gehen rein ins nächste Duell wieder gegen die Grizzlies. Wir gucken mal, ob wir vielleicht zweimal Back-to-Back gegen die Grizzlies gewinnen können. Das wäre natürlich sehr nice, ne? Und es sieht danach aus. Pittman 22, Ramirez 21, Barnes 16, Pastazoglu 11 und 15. Also was ist der denn bitte für eine Gewalt, ne? Also der holt Rebounds ohne Ende, gefällt mir. Pastazoglu richtig, richtig gut. Watson gegen DiVincenzo. Wie gut ist denn Watson? Würde sicherlich besser in unsere Timeline passen, ne? Aber ich müsste einen Second Round auch abgeben für ihn und DiVincenzo. Ich lehne das erstmal ab. Ich sehe da jetzt noch nicht so den großen Vorteil, ne? Wir gehen jetzt hier in die zweite Woche. Williams gegen Schumacher. Nee, lassen wir auch erstmal sein. Wir gucken mal hier gegen die Suns. Gewinnen wir auch. Krass. Pittman leider verletzt. Ramirez sehr stark. 27 Punkte. Pastazoglu das erste Mal unter 10 Rebounds. Trotz Donovan Mitchell gewinnen wir hier, ne? 1 bis 2 Wochen ist er raus, okay. Chester Pittman geht raus, dafür kriegt dann Cam Reddish diese Minuten. Und jetzt die Frage, ne? Wir geben mal Reddish 20. Pastazoglu kriegt jetzt mal 32 Minuten, die hat er sich verdient. Wir geben jetzt einfach mal Jallison ein paar Minuten. Den will ich jetzt mal testen. Wir gucken mal, was er kann. 16 Minuten für ihn. Und dann schauen wir mal, ne? Jetzt hier die San Antonio Spurs. Ne? Sieht eher danach aus, dass die gewinnen. Gerade das dritte Viertel war für uns halt richtig schlecht, ne? Schade, sonst hätte man da reingehen können. Ah, Pastazoglu verletzt sich leider auch. Schade. Schade, Triple-Double von Barnes. Wobei der nicht high scored, muss man sagen, ne? Was mir nicht gefällt. Pastazoglu tatsächlich auch 1 bis 2 Wochen direkt raus. Minus. Da freut sich aber dann direkt mal. Unter anderem Payton, weil der kriegt jetzt ein paar Minuten. 16. Jetzt haben wir noch den 20-jährigen Garner, der kriegt jetzt auch mal 16 Minuten noch. Ja, Barksdale hätten wir theoretisch auch noch hier, ne? Aber gut. Wobei, machen wir bei Garner etwas weniger Minuten, eben weil es bei Jallison, dann kriegt nämlich Schumacher 20 Minuten, ne? Das passt dann schon. Jetzt gegen die Knicks, wir schauen mal. Ah, Kopf an Kopf durch gegen die Knicks. Sehr, sehr eng, 3 Minuten 2, da gehen wir doch rein, ne? Ja, gehen wir doch rein und gucken mal, ob wir gegen die Knicks gewinnen können. Leider ohne Pastazoglu. Aber mit Scottie Barnes, der nur 12 Punkte hat. Also Scottie Barnes, wirklich, ich bin momentan wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ja, Scottie hat das nicht schlecht verteidigt. Im ersten Moment zumindestens. Aus der Bewegung der Wurf, der ist nicht drin, unser Ball. Scotty geht da in die ISO. Macht das stark. Gute Aktion hier von Scotty Barnes. Ich meine, es kann ja auch manchmal brauchen, bis ein Spieler richtig ankommt, ne? Aber ich hoffe, dass Scotty Barnes ankommt. Wäre wichtig. Jetzt hier Cameron gegen Reddish. Cannon übernimmt. Schumacher hat das gut verteidigt. Cam Reddish. Scotty Barnes. Screen kam. Ja, Wurf. Scotty Barnes. Wird gefoult, stark. Zieht das vor, Scotty Barnes übernimmt immer mehr, ne? Das ist sicher auch, was wir von ihm sehen wollen, muss man ganz ehrlich sagen. Er muss der Go-To-Guy sein, ne? Nicht umsonst hat er diesen dicken Contract bekommen.
Ich meine, er war jetzt bei den Raptors lange Zeit einer der wichtigsten. Und er soll jetzt eben diesen Status hier bei den Legions haben. Als Anführer dieser kompletten neuen Franchise. Ist sicherlich auch nicht einfach, viel Druck hinter einem. Aber da, die Qualität hat er eigentlich, ne? Nach der Folge muss ich dringend Tee trinken. Alles bei mir verstopft. Und schleimig. Sorry auch dafür nochmal, ne? Jetzt hier. Ja, Barnes verteidigt das gar nicht so übel, hat er stark gemacht. Cameron jetzt hier, das war nicht schlecht gemacht, aber high contesteter Wurf. Und jetzt hier Barnes. Der ist nicht drin. Schumacher holt sich den Rebound. Na, den macht Barnes auch nicht rein aus der Midrange. Ah, der ist nicht drin. Schumacher hat den Rebound stark. 15 Rebounds übrigens von Schumacher, ne? Wild. Scotty. Easy. Warum nicht immer so? 17 Punkte. Ich glaube, über 20 hatten wir noch nicht, oder? Defensiv war das ganz schlecht gerade. Das war defensiv gerade ganz, ganz schlecht. Jetzt ein schönes Pick and Pop hier mit Barnes. Nein, das darf dir dann natürlich nicht passieren. Okay. Tut weh. Jetzt aber vielleicht der schnelle Konter. Cannon. Schwierig. Cannon versucht eine Lösung zu finden. Wird nicht gefoult. Jetzt müssen wir foulen. Und wir faulen Isaiah Jackson. Der ist an der Freiwurflinie jetzt nicht der gefährlichste. Das könnte der genau richtige gewesen sein. Den ersten macht er leider, ne? Den zweiten aber nicht. Den zweiten aber nicht. Und jetzt dahin. Cannon. Den kannst du jetzt machen, Foul. Blocking Foul. Wäre schön gewesen, wenn Cannon den Ball irgendwie noch losgeworden wäre, ne? Wenn er dann per Glück irgendwie reinfällt. Dann wäre es was gewesen. Wir können aber in die erste Overtime gehen, ne? Denn er macht beide. Timeout der Knicks. Timeout der Knicks hier. Ja, der Wurf. Der ist bei uns. Wir haben nochmal eine Timeout. Okay. Wir könnten das Ding sogar noch für uns entscheiden. Ah, zu spät. War eh zu spät. Dann gehen wir in die Overtime, ne? Wird eine etwas längere Folge, aber meine Güte, geht schon. Solange ihr meinen Husten und Co. aushalten könnt, ist alles okay, ne? Dann haben wir mal wieder eine etwas längere Folge NBA 2K23 mit viel Gezocke. Was aber auch gut ist, um mit der Mannschaft klarzukommen. Jetzt hier Scotty Barnes. Scotty, 1 gegen 1. Ah, come on. Was ist denn da los, Scotty? Oh, den macht Isaiah Jackson echt rein, ne? Obwohl Schumacher da lauert eigentlich. Ah, die ist gut reingezogen. Cannon hat halt auch dieses Selbstvertrauen, diese Pässe zu spielen, ne? Cannon bei 10 ist es. Scotty Barnes bleibt da hart dran. Allgemein ein bisschen Pressing hier.
Nix, bewegen sich viel. Jetzt hier Cameron gegen Schumacher. Der hat dann natürlich seine Geschwindigkeitsvorteile. Schumacher verteidigt das exzellent. Ganz schwer. No! Er ist nicht der beste Freiwurfschütze, immerhin, ne? Er hat halt einfach 3 bekommen, ey. Er hat einfach 3 bekommen. Das war eigentlich alles so gut verteidigt, ne? Oh, Barnes. Ach, das war nichts. Aber jetzt hier Schumacher. Ey, Schumacher 17 Rebounds, ne? Gleich mal einen neuen Franchise-Record aufstellen. Stellt ja bisher Pasta Zoglu. Aktuell hier auf Ganzfeldpressing, ne? Wie es mir. Wie es ist. Halbfeldfalle. Dann gehen wir wieder auf Manndeckung, ne? Weil dieses Ganzfeldfalle, die will ich jetzt noch nicht spielen. Collins trifft den leider. Das kann John Collins, ne? Ramirez. Ach, auf Schumacher. Stark. Also Lothar Schumacher hier. Wir kennen ihn aus Kings-Zeiten, ne? 15 Punkte, 17 Rebounds, 2 Blocks. Oh, Ken. Oh, Mann. Schade. Isaiah Jackson. Collins. Cameron. Killt uns damit nicht. Schumacher hat die 18 Rebounds jetzt voll. Oh nein, sie stehlen uns den Ball. Es sah eigentlich sauber aus. Schade. Eigentlich, ne? Wenn dieses Wort eigentlich nicht wäre. Hätte, hätte. Schuh. Ah, Radish auch sehr aggressiv dran gewesen eigentlich, ne? Cameron. Cameron will da von ziehen, nimmt den Midranger, macht das stark. Ah, Cannon. Auf Ramirez. Macht ihn leider halt nicht rein, ne? Oh, Cannon mit dem Stil. Cannon mit dem Stil. Der Ball auf Scotty Barnes, perfekt gespielt. 21 Punkte. Scotty Barnes, 21 Punkte. Cannon mit 11 Assist. John Collins zerstört uns. Cannon. Kann er einfach durchgehen, wie er will. Macht ihn dann aber nicht rein gegen Isaiah Jackson. Sah im ersten Moment so aus, als wenn auch das klappt, ne? Na, come on! Auf dir hier. Cannon. Geht er eben gegen Cameron 1 gegen 1. Jetzt haben wir Cam Reddish. Macht ihn. Nutzt das Mismatch. Cameron. Hamilton. Schumacher mit dem Rebound, Nummer 19. Jetzt Cannon, komm, gegen Dings kannst du dich doch durchsetzen. Jetzt haben wir Scotty Barnes. Scotty, nein, klappt nicht ganz. Ah, konzentrieren sich nur auf Reddish, das ist gefährlich, wenn dann Scotty Barnes hinten ist. Aber Scotty Barnes ist halt momentan nicht der Mann, auf den du dich so krass verlassen kannst, leider. Ach, das gibt's nicht mehr. Okay. Na gut, gucken wir mal.
Ach, Lothar Schumacher holt sich den sogar irgendwie. Crazy. Na gut, man hat es noch irgendwie versucht, ne? Aber hier hat man schon viel zu viel Zeit verloren, ist schon logisch. Nein, das hätte es werden können. Jetzt muss man natürlich faulen. Aber die werden die halt machen, ne? Cameron wird da sicher sein. Oder auch nicht. Hätte man viel früher faulen sollen, ne? Aber hätte. Boah, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Jetzt ist es deine Möglichkeit. Wer zum Held? Oh. Ramirez, du hättest zum Held werden können, Mann. Er hätte zum Held werden können. Aber Ramirez wollte nicht. Ramirez will kein Held werden. Na, Scotty Barnes, 21-8. 2, Lothar Schumacher mit 20 Rebounds, ganz stark. Kennen auch geiles Game an sich, ne? Ramirez, was hat denn der bei Dreiern? Angeblich hat der A+, aber der trifft keinen Dreier. Willst du mich verarschen? Was für A+, Mann? Du bist ein... Egal. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Wir haben das Game verloren. Ja, wir haben das Game verloren. Dann ist es halt so. Wir gucken mal in die Tabelle. Ist echt eine lange Folge, ne? Pacers als aktueller NBA-Champ. 6-0, richtig stark. Die Bucks mit 5-1. Interessant mit Anthony Simons und Co. Ja, wir sind mit 3-3. Mehr als solide, ganz ehrlich. Kann man zufrieden sein, ne? Raptors nur 3-4 mit dem Team. Und ganz unten haben wir die Eastern Conference Grizzlies? Miami in der Warte mal. Miami in der Western Conference macht ja überhaupt keinen Sinn. Miami ist doch Osten, sein Urgroßvater. Warte mal. Kann ich das irgendwo ändern? Wo ist Memphis, wo ist Miami? Kann ich das jetzt noch irgendwo ändern, oder? Na gut. Sagt ihr mir mal, ob das geografisch geht, dass die hier jetzt in der Eastern Conference sind und dafür die Miami Heat in der Western Conference. Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Dass die Miami Heat sind doch wirklich Osten-Urgroßvater. Das ist doch Schwachsinn gerade. Das nervt mich gerade schon ein bisschen. Dann ist gut, dass die Miami Heat irgendwo da unten sind. Aber das werden wir auf jeden Fall mal ändern. Und dann werde ich auf jeden Fall irgendwie tauschen, dass Memphis und Dings getauscht werden, ne? Also ja, komplett wild. Eigentlich müsste man das eh mal ändern, dass es keine East und West Coast mehr gibt, sondern einfach nur noch eine Top-Tabelle, ne? Könnte man eigentlich auch mal ändern. Bei 36 Teams, aber gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Euer Lauscher hält sich fürs Erste ab. Ich hoffe, die Folge hat euch wie immer gefallen und bye bye.